Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dann kommen wir mit dabei noch einen guten Bodenchat. Hallo. 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 Oder die das ist wirklich nur für die Hartgesottenen, ne? Das ist für die Hartgesottenen, ne? Barney. Oh, hab ich mal wieder Bock auf Eierlik. Oder wenn es noch härter oder auf den absolut harten haben willst, dann klatsch dir einfach Kaffeeweißen auf die Zunge, ey. Ja, aber die Kaffee halt mit Milch ist wieder lecker. Ich bin 43, ja. Ja. Aua. Was sind denn? Geht nicht. Boah, nee, Kaffee war jetzt doch nicht wirklich wieder drin. Wieso für einen Kaffee? Ja, aber ich bin wieder drin. Hab ich jahrelang rum. Ich weiß, aber... Nee, ich mag das irgendwie nicht so. Ja, geil ist das nicht, das ist richtig. Das Beste war auf der Arbeit. Ich hätte gemacht, habe ich mir auch einen Kaffeeweißen geschnappt und habe auch im Schrank nicht drauf geachtet. Ja, mein Gott. Headfood. Hat er nicht drauf geachtet, wie. Ich habe einfach mal aufgemacht und wollte es mir schnappen und einfach meinen Kaffee tun, ne? Mhm. Denkst du so, schmeckt irgendwie richtig scheiße, ne? Und guck ich mal da drauf. Ey, steht das da schon gut ein Jahr da irgendwie im Schrank rum? Ist schon ein Jahr abgelaufen. Abgelaufen. So, Kaffeeweiße. Ja, aber Kaffeeweiße, wird Kaffeeweiße schlecht? Dann ist so ein Pulver. Ja, aber nicht. Ja, wird trotzdem schlecht. Echt? Ja, klar, wird das trotzdem schlecht. Weißt du, das steht über ein Jahr irgendwo rum. Hier ist auch noch was. Offen. Milch, das war schon offen schlecht. Und steht einfach irgendwo rum. Ja. Marcel könnte von Milch leben. Was? Er liebt Milch. Ja, Niki hat gesagt, Milch wird schlecht bei ihr. Nee. Dann habe ich gesagt, also sie kauft regelmäßig also sehr viel Milch ein, aber das liegt daran, dass auch Marcel gerne Milch so trinkt. Trinke ich gerne Milch? Zwischendurch. Nein. Was ja kein Problem ist. Doch. Ich bin süß. Ich nicht. Ja, ich trinke auf jeden Fall nicht mehr, schon lange nicht mehr so viel Milch wie früher. Ja, mal. Oh, nee, gibt's ich bin Kaffee mittlerweile Kaffee, mehr auf Hafer irgendwie umgestiegen. Oh je. Das ist nur noch Hafer. Hafer. Ja. Hafermilch. Hafer trinken. Müsste ich mal wieder machen. Müssen wir gucken, ja. Aber die beste Kombination für einen Kaffee finde ich halt immer noch diese Kombination aus Mandel und Hafer irgendwie. Ja, es gibt diese leckere Barista. Die ist auch richtig, also soll richtig lecker sein. Ist er auch. Die vegane Barista. Und die kannst du auch gut aufschlagen. War jetzt auch teuer, ne, aber. Lecker schon. So, ja, das stimmt. Das stimmt, Niki. Ja, ich hatte das letztes Mal, aber ich muss mal selber, glaube ich, veganes Met machen. Weil das vegane Met, was ich gegessen habe, was man sehr super auch einfach selbst machen kann, das schmeckt echt, kommt schon ein bisschen den Geschmack auch sehr nahe von richtigen Met. Aber das, was wir gegessen hatten von, wir mögen ja eigentlich gern diese Alternativen von... Ey, hier rennen welche! Hier schießt auf mich! Wo seid ihr? Seid ihr dort? Oh, das ist vor mir! Ich kann mich nicht drehen, weil die Maus wieder spinnt! Wo seid ihr? Die sind weiter vorne gelaufen! Ja, aber der Boss ist doch hier runter! Rennt auf 300 zumindest einer, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Wurde aber noch von irgendwo beschossen, irgendwann gesilenced ist. Ist der. Der ist genau da. Irgendjemand schießt hier noch gesilenced rum. Alter.
ein Hit. Wo ist der? Hier ist der Stapel. Hinten am Stapel. Wo? Da hinten. Wo? Hat einen Hit. Ja, da. Mhm. Denkt er sich auch. Hat einen Hit. Wo ist die? 300 ungefähr. Drück mir da gute Zeug rein, Moment. Da sind noch zwei. Naja. Hat einen Hit. Hat einen Hit. Hat einen Hit. Mann, ich hätte die eine fast gehabt gerade. Ach Mann! Einen habe ich. Ja, gut. Noch. Sind alle tot? Ja. Ich hab ja eben. Gut, weil ich bin gerade auf der zugesprungen, aber natürlich hat die eine mich dann erwischt. Also hätte die mich nicht erwischt, hätte ich die eine gerade weggestochen, ey. Hm. Mann. Und jetzt nach dem Auflauf machen, braucht er dafür Butter, aber auf dem Auflauf verzichtet, weil ich. Ich ändere jetzt 2 Euro für Butter zu bezahlen, wenn ich davon 30 Gramm brauche. 2 Euro aber für da Butter? Diese... Das ist aber günstig. Aber es gibt doch auch so kleine Butterdinger, die man sich kaufen kann, oder nicht? Und dann kann man die ja einfrieren. Oder, was du machen kannst, du kannst halt deine Butter in so ein paar Viertel machen, so ein paar Vierecke. Und dann frierst du halt die Vierecke... kannst du einfach einfrieren und dann kannst du die halt, ja, immer mal so ein bisschen was essen. Achso, der ist hier. Was sagen, wo ist der andere? Nur wenn du die halt nochmal brauchst. Ja. Butter ist mittlerweile so teuer geworden. Butter ist richtig Butter teuer. Butter ist ein Luxusprodukt. Ja. Also wir haben immer diese günstigste gekauft, aber... Weiß ich nicht. Also das wäre die, wenn wir mal die günstigste Margarine schon bekommen, ist ein Wunder und das ist auch schon sehr teuer. Wie bezahlen wir unsere Margarine? Von gut und günstig oder so? Oder die ganz günstige? Auch schon über 3 Euro, ne? Ist 1,40 oder 1,30. Ja, aber es ist auch dafür, dass das mal irgendwie unter 1 Euro gekostet hat. Das ja. Butter Margarine gibt's bei dir nicht. Aus. Ey, ich glaub, da rennen welche. Oder habe ich euch rennen nur gehört? Warte, dann schießen. Ja, da ist doch irgendwo jemand. 135. Er hat nicht. Ich sehe den nicht. Ist noch tot? Einer Hit. Muss mich eben healen, da muss ich mich um den kümmern. Der will den holen. So nicht. Kümmer mich um die Lücke. Nein, nein, hab ich auch. Einer ist tot, ja. Und dann können eigentlich alle sein dann, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, aber nicht beim Boss. Guck mal. Ne, ich höre das Wasservieh. Warte, da liegt einer. Wo ist der Rest? Hier habe ich so einen. Mein. Sollten da nicht drei sein? Hier. Ja, du gedrückt. Ich habe schon 2. Okay, ja, krass. Also ich brauche schon Butter auf meinem Brot, also so Pflanzenmargarine, weil ich mag das nicht, so trockenes Brot zu essen. Ja, dann mach ich mal Mayo drauf. Ja, Mayo. Oh, nee. Oh! Was ist jetzt? Doch. Mayo und Käse. Das ist das Einzige, was ich esse. Die beim Bounty? Die sind alle auf dem Dach, aufpassen.
Okay. Einer hat einen Hit auf dem Dach. Mann! Wieder ein Hit auf dem Dach. Einer ist tot. Leider immer noch nicht. Oh, echt? Ja. Das ist gut, das, da müssen wir theoretisch hindern. Aber da ist noch einer. Ja, da auf dem Dach habe ich ja gehittet. Aber waren es nicht, das waren zwei auf dem Dach. Ja, da ist er noch. Ja, ja, ich bin tot. Da ist noch einer auf dem Dach, ja. Der hat mir den gegeben. Mit? Nein. Die kommt zurück, die kommt. Boah, knapp. Immer noch oben auf dem Dach. Mann, ich treffe die halt einfach nicht. Oh oh, Eingang! Ey, wo ist das? Was ist da alles? Zwei vorne? Treff die halt einfach nicht. Es sind vier Leute. Oh mein Gott. Hat einen Hit. Wie ist denn mit dem? Leer, 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 ja. Ich muss reloaden. Oh Gott! Diese scheiß Pissmücke. Alter, Entschuldigung, aber... Da muss ich mal gucken. Mann. Hält nix. Ach so, mit Wurfmessern. Oder irgendwie so. So. Was hat man denn da? Krass. Warte mal, ich muss mal das Bild wieder umschalten. Hatte vier Stück und zwei Unterstütze. Cool. Sam. Wir haben da ganze... Okay. Wann ist das passiert? War ich dabei? Ich habe auch gleich gehört. Cool. Ich weiß. Schön. Ja, hat doch mal Spaß gemacht. So, falls ihr gefallen habt, lasst kein Like da, Abo gibt es natürlich nicht vergessen, morgen sagt schon und einschalten. Tschüss. Technisch wie ein Goldfisch, ey. Tschüss.